Jo, hallo Leute. Ich wollte mal über aktuelle Dinge reden, die mich aufregen und mit Sicherheit auch viele andere Menschen in Deutschland. Über aktuelle Dinge und auch über private Sachen, die ich erlebt hatte und aus meinem Umfeld und das Ganze drumherum halt. Ne? In kurzen Beiträgen von 2, 3, 4, 5 Minuten oder sowas. Und da kommen mehrere Sachen, die ich aufgreifen werde. Und mal sehen. Na, bis später. Hallo. So, jetzt sind wir beim ersten Beitrag, wo mich aufregt. Zum Kotzen. Und zwar die Diätenerhöhung von unseren Herren Abgeordneten. Das erste oder eines der ersten Dinge, wo sie getan haben, wo ziemlich schnell über die Bühne gegangen ist, ist dann die Diätenerhöhung um 10%. Ich finde das dreist, abartig, unanständig, sich solche Erhöhungen zu genehmigen. Unglaublich. Was bekommt ein normaler Arbeitnehmer bei einer Erhöhung? 1-2%? Ganz toll, ganz toll. Wie die Kerle da oben, wie die uns verarschen. Und was hat ein Abgeordnetengehalt, was hat das mit einem Gehalt von einem Bundesrichter zu tun? Das wollen die schon seit Jahren machen. Ich konnte mein Gehalt auch nicht angleichen an das meines Chefs oder eines Ingenieurs. Ich finde das wirklich zum Kotzen, finde ich das. Wie kann man sowas machen? Ich verstehe das nicht. Das ist einfach nur unanständig und habe ich vergessen zu sagen. Meine Mutter zum Beispiel hat eine Rentenerhöhung bekommen vor einem Jahr 2. Ich glaube, das war 2,50 Euro im Monat mehr. Ja, dafür ist sie in die Karibik gefahren. Ja, ist klar. Und die Abgeordneten bekommen 800-900 Euro im Monat mehr. Das ist, ich finde, das ist eine Scheiße, das gibt's doch nicht. Die können doch nicht sagen, ja, für uns wird auch alles teurer. Wir haben doch genug. Da kommt dann noch das Gehalt dazu. Mit 17, 18, 20.000 Euro, wo die im Monat verdienen. Ja, das sei noch dahingestellt. Und das ist das Verwerfliche an der ganzen Geschichte. Wie gesagt.